Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen basteln können. Und zwar, war einkaufen und ich habe diese schöne Dresdner Essenz Schaumbad gefunden. Also sprudelndes Pfirsich und Mandelblüten. Und das riecht so lecker. Und das fand ich so schön ansprechend. Und da habe ich gedacht, das verbasteln wir heute. Und zwar möchte ich heute mit diesem Produktpaket hier basteln. Und zwar ist es ja aus dem neuen Frühjahrskatalog, also aus dem neuen Mini-Katalog, der jetzt aktuell zu haben ist. Da gibt es jetzt auch noch eine Roomtour, eine Roomtour durch den Katalog, nein, eine Katalogtour. Und zwar gibt es hier diese Celebration. Und den Mini-Katalog und da möchten wir heute zusammen mit basteln. Ich benutze auch das Papier hier. Ich habe mir schon ein paar Sachen vorbereitet. Also das sind die neuen Produkte aus dem neuen Katalog, die wir benutzen. Und ich zeige euch, was ihr sonst noch alles braucht. Und zwar habe ich vorbereitet. Ihr braucht einmal ein Stückchen schwarzen Farbkarton. Und zwar hat der die Maße 16 cm mal 13 cm und ringsrum gefalzt bei 2,5 cm. Genau das braucht ihr. Dann brauchen wir ein Stückchen DSP, und zwar, das ist jetzt hier aus dem Papier Wahre Liebe, heißt das Designerpapier. Ich habe euch die Papiere ja schon alle gezeigt. Ich verlinke euch das Video hier unten unter dem i, da habe ich euch alles gezeigt, beziehungsweise ich zeige es euch noch mal kurz bei der Katalogtour. Da könnt ihr dann auch noch mal reinschauen, wie das DSP alles aussieht. Und das habe ich aber aus dem rausgenommen. Und das habe ich einmal gefalzt hier bei 5 cm und dann bei 7,6. Habe das einmal gedreht und noch mal bei 5 und 7,6 gefalzt. Das habe ich gemacht, weil bei mir im Schneidebrett ist diese nächste Falz ziemlich am Ende und darum von beiden Seiten jeweils bei 5 und 7,6 cm falzen. Genau. Dann brauchen wir ein bisschen Restpapier. Ich habe ein bisschen weißen Farbkarton, ein bisschen Kirschblüte-Farbkarton, einmal Waldmoos und einmal Farbkarton in Osterglocke. Und ein Stück, kleines Stückchen schwarzen Farbkarton und ein bisschen rosa, aber das könnt ihr von dem anderen ja wegschneiden. Genau. Das hier. Und dann habe ich mir auch die passenden Stempelkissen dazu rausgesucht. Also einmal in Osterglocke, einmal in Kirschblüte und einmal in Waldmoos. Die brauchen wir. Und dann ein bisschen Kleber, Schere. Und ein bisschen Glitzersteinchen. Ja, und dann würde ich sagen, lege mal los. Ich habe mir schon vorbereitet. Moment, jetzt muss ich es gerade suchen kurz. So. Und zwar habe ich mir schon vorbereitet hier ein bisschen was. Ich habe mir aus dem Stanzset habe ich mir ausgestanzt, also verschiedene Blüten, die wir später zusammen nochmal stempeln. Und da habe ich mir auch zweimal die Blätter ausgestanzt. Ich zeige es euch jetzt gerade nochmal hier, damit einfach das Video nicht so ewig lang geht. Und zwar gibt es hier einmal für die Blüten die so eine Outline. Das ist, sind diese hier, das sind diese Außenstanzen, diese Outline-Stanzen. Und dann gibt es hier einmal noch, das habe ich das passend dazu oben drauf kommen, das dann, das ist dann quasi dieser Ring. Und hier, also das ist alles in diesem Set mit beinhaltet. Und genauso auch bei den für die gelben Blüten
gibt es auch das Innere. Das ist ja auch schon. Und dann habe ich mir einmal so, noch so eine kleine, da habe ich jetzt keine Outlight-Stanze mit ausgestanzt. So, genau. Und das ist alles in diesem Produktpaket zusammen. Wenn ihr das zusammen kauft, spart ihr auch 10%, als wenn ihr es jetzt zum Beispiel nur einzeln kauft, also nur Stempel oder Stanzen. Geht auch, aber im Produktpaket ist es ein bisschen günstiger. Genau. Ich habe mir ein paar Stempel schon aufgezogen und dann würde ich sagen, fangen wir an, damit es nicht so die Länge zieht. So, als erstes nehmen wir uns einmal den schwarzen Farbkarton. Dann nehme ich meine Schere. Wo habe ich die jetzt wieder hingeschmissen? Da. Und zwar nehmen wir einmal unsere Schere und dann schneiden wir hier einmal gerade und einmal ein bisschen schräg. Das werden die Klebelaschen quasi. Wichtig ist, dass ihr aber hier gerade bleibt an der langen Seite. Genau so. Zack. Dann hier nochmal gegenüber. Schneiden und hier noch einmal. So. Dann falzen wir uns das einmal nach. So. Ja, wie gefällt denn euch der neue Katalog von Stamping Up? Habt ihr vielleicht schon einen? Habt ihr auch Sachen gefunden, die euch gefallen? Also ich war dieses Mal wirklich begeistert. Also ich habe super schnell was gefunden, habt ihr ja gesehen, ich habe einkauft. Ich stanze mir jetzt an den kurzen Seiten. An einer Seite stanze ich mir so ein Viertel Halbkreis aus. So ungefähr, dass es mittig drin liegt. Und zwar wird es unsere Greiflasche. So, weil wenn wir es zugeklebt haben, nachher funktioniert es nicht mehr so richtig gut. Und dann machen wir uns auf jeder Seite ein bisschen Kleber. So. So, da wieder zumachen, auch austrocknet und dann kleben wir uns das schön. Und jetzt haben wir ja die Klebelasche ein bisschen angeschrägt, das heißt, falls ich mich verschnitten habe, guckt es hier oben nicht raus. Darum schneidet man sich das auch immer ein bisschen schräg an. Quasi hier ist es schräg, das heißt, es verschwindet auf jeden Fall hinter meiner langen Seite, zwischen dieser Klebeseite. Zack. Zack. Und hier nochmal. Und dann machen wir uns das einmal. Ich knicke das immer gerne hier unten auch ein bisschen ein. So. Dann sieht es schön aus, wenn es drin liegt. Dann haben wir das schon. Und hier haben wir unsere Ziehlasche, unsere Griffmulde. Dann machen wir uns die Banderole. Die haben wir ja schon gefalzt. So, einmal nachfalzen. Und dann legt die sich schön drum. Genau, so. Einmal schön drumlegen. Na. So, dann drehen wir uns das einmal um. Und dann mache ich mir hier am Rand ein bisschen Kleber hin. Zack. Und kann das schön
zukleben. Schaut aber, dass ihr nicht zu stramm werdet, weil dann könnte es passieren, dass ihr in diese Box nicht mehr gut rausgezogen bekommt. Genau. So. Und schön haben wir unsere Box gestaltet. Zack. Das lassen wir drin. Dann habt ihr ja hier diese Flüsterwelle. Da stempeln wir uns einmal ab. Und zwar nehmen wir uns da die Stempelkissen. Einmal Kirschblüte. Das drehe ich mir immer so hin. Hier habe ich, da hinten drauf hat so Pepper. Und da habe ich mir hier einmal die Kirschblüte aufgeklebt. Dann lege ich mir das immer so hin, dass quasi die Farbe zu mir zeigt, damit ich das auch gut unterscheiden kann. Ich meine, bei den Tönen sieht man das jetzt auch vom Stempelkissen her. Aber manchmal hat man vielleicht auch ähnliche Farbtöne. Und dann ist es immer gut, dann sieht man es nicht genau. Und dann stempelt ihr euch, also hier rosa, legt mir das dann immer so hin und einmal so. Wir stempeln uns einmal die Blüte ab. Ich habe die Stempel jetzt schon mal benutzt. Wenn ihr die zum ersten Mal benutzt, stempelt euch ein, zwei Abdrücke vorher auf einem Schmierpapier ab, weil am Anfang nehmen als die Stempelkissen nicht so gut die Farbe an. Genau, und dann habe ich hier meine Schrubkiste, habe die schon angefeuert. An einer Seite kann ich hier das sauber machen, auf der anderen Seite wieder trocken ruhen. Und fertig ist, sauber ist der Stempel und kann ihn dann gleich wieder wegräumen. Dann nehmen wir uns einmal hier die andere Blüte, die kommen in, stempeln wir in Osterglocke. Zweimal ab. Zack. Und dann auch wieder sauber machen. Zack. Es geht richtig schnell. Also ich liebe diese Schrubkiste. Und dann habe ich hier noch ein kleines Stück. Dann nehmt ihr einfach. Bei mir sind das Reste. Und da gehen wir auch nochmal in Kirschblüte. Stempeln uns das einmal ab. Brauchen wir nur einmal. Und auf der Rückseite habe ich das Blatt. Da stempel ich mir das auch einmal, zweimal ab. Und ich mag das, dass es diesen verwischten Aquarell-Look hat. Dann können wir die Stempelkissen wieder zumachen. Braucht man nicht mehr. Und alle Materialien, die ich hier verwende, habe ich euch unten in der Infobox aufgeschrieben mit Artikelnummern. Da könnt ihr einfach da alles schon parat. Also wenn ihr gerne was bestellen wollt bei mir, könnt ihr gerne bestellen. Genau. Und das habe ich mir jetzt quasi abgestempelt und schon ausgestanzt. Und zwar hier habe ich, genau, und da habe ich mir dann die passende, innen drin die passenden Blüten noch dazu und hier einmal den Blütenstempel. Den habe ich mir nun dann zweimal in Waldmoos die Blätter, die filigranen. Und dann habe ich hier zweimal die gelben und einmal die Blüte und zweimal links. Hier ist schon ein drittes. Vielleicht brauche ich auch nur eins, muss man mal gucken. Wir werden sehen, wie viel wir brauchen. Ich habe jetzt aber das hier. Genau, und dann habe ich mir hier das Stückchen ist 2,5 cm mal 6. Das muss ich noch mal kurz nachmessen, dass ich euch da was Falsches sage. Also das hat 2,5 auf jeden Fall. Genau. Nein, das hat 2,3 cm, aber 2,5 wollte ich eigentlich abschneiden. Und aber 2,5 mal 7 cm. Und da habe ich auf die Rückseite drauf geschrieben, mit einem weißen Stift, habe ich drauf geschrieben, wer viel bastelt, darf auch mal entspannen. Darum passt es ja gut zu unserem Entspannungsbad, also zu unserer Badespaß, das wir ja da verpacken. Und dann habe ich hier ein Stückchen in Kirschblüte, das hat 1,5 cm. Mal 8 cm. Und da habe ich mir einfach hier mit der Schere einen kleinen Wimpel reingeschnitten.
Also ganz easy. So, dann nehmen wir unsere Schachtel her und dann nehmen wir uns die zwei Wimpel und dann kleben wir uns den oberen Wimpel, machen wir unten ein Stückchen drauf, weil der ist ein bisschen kleiner, und kleben den so ungefähr bis zur Mitte hin an der linken Kante ansetzen und draufkleben. So, und dann können wir da hinten auch Kleber drauf machen. Dann können wir den auf unsere Schachtel anbringen. Dazu nehme ich mir dann Innenteil kurz raus und setze mir den quasi ungefähr so hier drauf, dass ich am Ende hier, das ist ziemlich weit Richtung Ende, weil wir wollen das Blumenbouquet hier auf die linke Seite machen. Ja. Und dann kann ich das mir hier so festdrücken, wenn ich die Schachtel nicht drin habe. Und dann nehmen wir uns die zwei Blätter. Da knipse ich mir einfach mit den Fingern unten den Stiel weg. Den brauchen wir nicht. Das schaut mir vielleicht sonst raus. Mache ein kleines bisschen Kleber gerade hier in die Astgabelung sozusagen. Und dann klebe ich mir das einmal hier so auf. Gucken, dass ich nicht den Spruch überdecke. So. Und auf der anderen Seite, dann machen wir hier das auch nochmal. Zack, Kleber drauf. Und dann setzen wir uns das hier so her. So. Zack. Und dann Kleber machen wir erstmal nochmal zu. Und dann kleben wir uns jetzt schön die Blüten hier zusammen. Da mache ich so, ich ziehe mir das alles nochmal über das Falzbein hier so rüber, damit es ein bisschen plastischer wird, ein bisschen mehr 3D-Effekt bekommt. Hier auch bei denen, aber ganz vorsichtig, ganz zart drüber, nur ganz leicht zwischen Daumen und Falzbein entlang. Und hier, ja, da kann man das sich auch so schön hochdrücken. Braucht man nicht unbedingt übers Falzbein nehmen. Und das machen wir hier bei den gelben Blüten auch nochmal. Einfach drüber so. Und hier auch noch mal und die kleine Blüte auch so. Und dann kleben wir uns einmal die gelben Punkte auf. Da schaue ich jetzt ganz kurz. Hier unten rechts ist so ein bisschen das dickere Ding, das dickere Blatt. Und dann gucke ich mal, wo bei mir hier, das ist vielleicht dann so, genau. Klebt mir das einmal quasi nur in der Mitte auf, dass es hier auch so ein bisschen absteht. Dann wird es einfach ein bisschen lebendiger. Und so mache ich das hier auch. Kleiner Punkt Kleber drauf. Und dann schön draufsetzen. Soll es auch andrücken. So. Einmal nochmal mit dem Falzbein. Und da können wir das machen wir genau das gleiche. Und da seht ihr auch, das sind unterschiedlich. Hier ist einmal dieses Zicke, nach dem orientiere ich mich immer. Es gibt bei den Stamping Up Stanzen immer ein Blatt, das so ein bisschen hervorsticht. Und für mich ist es immer meistens so ein dickeres Blatt. Und dann schaue ich bei mir an der Blüte. Das ist das hier unten. Und dann weiß ich, okay, das kommt hier so drauf. Passt gut hier so drauf. So, und dann können wir hier auch nochmal, das kommt bei mir dann hier so in die Mitte. So. Einmal festdrücken und dann fangen wir an. Als erstes setzen wir uns
die rosa Blüte, die Kirschblüte, also die größere Kirschblüte gestempelt, die setzen wir uns hier hoch. So. Und dann würde ich sagen, setz mal hier unten noch eine hin. So. Und dann kann man hier oben noch mal eine hinsetzen. Ah, oh, da muss ich jetzt aber gucken. Wartet mal. Jetzt habe ich mir fast den Spruch zugedeckt. Da müsst ihr natürlich aufpassen. Also ein bisschen weiter höher setzen. Dass ihr euch den Spruch nicht verdeckt. Hier können wir vielleicht hier noch eine hinsetzen. So. So. Und dann gucken wir mal wegen den Blättern. Da vielleicht können wir hier oben noch eins rausgucken lassen. Das machen wir auch. Ein bisschen weiter. So. Und dann müssen wir mal gucken, wo könnten wir das hier noch hinsetzen? Vielleicht hier unten. Sieht das aus? Ja, das können wir auch noch da reinmachen. So. Hier einmal festdrücken. So, dann darf die Schachtel wieder rein. So. Et voilà, perfekt. Sieht schon schön aus, oder? Und dann habe ich mir hier noch ein paar Glitzersteine hergelegt. Und dann nehme ich mir einfach so ein Pixerle. Dann nehme ich mir einfach so einen großen Glitzerstein. Von Stemming Up gibt es auch Glitzersteine, die verlinke ich euch. Die haben aber keine solche Blüten dabei, die haben nur so unterschiedliche Größen. Aber die verlinke ich euch dann auch. Also was heißt verlinken? Ich schreibe euch die unten in die Infobox. So, ein bisschen Glitzer. Geht immer, oder? Dann nehmen wir noch so ein kleines, die kleine Blüte. Und dann noch mal so ein mittleres, würde ich sagen, dass wir dann vielleicht hier drauf kleben noch ein bisschen weiter. So. So, genau, und fertig ist die kleine Verpackung. Ich finde sie sehr süß und glaube, meine Bastelfreundin wird sich da auch drüber freuen. Und dann ist diese schöne Verpackung mit schönes Badesalz mit drin. Also, beziehungsweise eher ist es so ein Badestein. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Verpackung auch. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir auch gerne einen lieben Kommentar da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dürft ihr mich auch gerne abonnieren und die Glocke betätigen. Ansonsten wünsche ich euch heute einen schönen Tag. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.